Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der TurvasMap zusammen mit André und Arctic. Hallo. Moin. Aber so langsam quält mich der Kater immer mehr und statt weniger. Na, morgen früh ist alles wieder gut. Ja. Gleich noch, nicht, dass du gleich noch anfängst, Platz zu snacken. Nee, so schlimm ist es nicht. Meinst du, da muss noch Schlimmeres kommen? Ja. Na, das ist halt so, wenn man getreu dem Motto lebt hier von wegen, was ich dieses Jahr am Wochenende hatte, müssen die anderen erst noch überleben. Dabei habe ich dieses Jahr noch gar nicht so viel gehabt, muss ich gestehen. Ist auch, glaube ich, in deinem Alter besser so. Ja. In deinem Alter. Als wärst du hier so ein 80-Jähriger, oder? Ja, als wärst du so einer, der durch Garagenwand durchknattert. Ja. Ja, also wenn ich das hier so... Aber das war auch ein Zufall, dass du das Bild gekannt hast. Ja. Von dass ich das quasi just an dem Tag, ne? Dass dir das so gut gefiel. Genau. Dass dir das so imponiert hat. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist schon eine wackere Leistung gewesen. Ja, das war schon ganz geil, ja. Aber gibt ja einen neuen. Aber gibt ja ein S, ne? Ja. Das wäre mal ein Auto für mich, so. S-Coupé. S-Coupé, so schön mit dem ersten Gehalt. Ich sag mal, mit mittlerer Sitzeinstellung kommst du da wahrscheinlich auch wirklich bequem aus. Das Auto ist ja als Coupé auch nur knapp über 5 Meter lang. Ja, ja. Alter, das ist eigentlich mega lang. Ja. Ich hab einen S-Coupé einmal in echt gesehen. Vor 3-4 Wochen auf der Straße. Ich habe ihn letztens bei Kentucky Fried Chicken auf dem Parkplatz gesehen. Also das soll ich... Weißt du, das war auch so typisch. Ein Freund von mir hat mir ein Bild gezeigt. Warte mal, hab ich das nicht sogar von einem P1 McLaren bei Lidl? Nee, das hast du mir nicht gezeigt. JJ hatte mal in die Gruppe ein Bild geschickt von... Ah, genau, das war JJ in der Gruppe, von, okay. Ich glaube, ja, stimmt, von P1 bei Aldi war das, ja. Bei Aldi, Lidl, irgendwie beim Discounter auf jeden Fall. Ja, Aldi Nord. Aber auch chillig, ne? Ja. Fährst du ein Auto, was grob in siebenstelligen Bereich anzusiedeln ist? Stellst du auf einen Supermarktparkplatz. Ja. Der Kofferraum ist da natürlich auch dementsprechend groß proportioniert, ne? Ja, das ist Alltagsauto. Wobei, das wird dann wahrscheinlich alles auf Beifahrersitz gelandet sein. Ja. Ja gut, aber wenn du so ein Auto hast, dann musst du auch an anderer Stelle sparen. Dann ist oder man, so. Man sucht es sich im Laden aufs und lässt es dann liefern. Oder so. Ja, geht natürlich auch. Weil ich fand es ja doch recht interessant, so von den neuen Baureihen ist ja doch Mercedes und Audi sind nicht mehr die mit dem größten Kofferraum, ne? So das waren sie aber noch, obwohl Mercedes war immer relativ groß. So im Bereich C-Klasse Kombi und sowas, ne? Ja, wobei die auch immer mehr auf Design sind und nicht so auf praktisch. Aber das war auch eigentlich bei der letzten Generation so. Also der A4 hatte auf jeden Fall nicht so einen großen Kofferraum. Nein, jetzt ist auf jeden Fall der 3er. Bei deutschen Marken. Okay. Den neuen 3er habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Bin ich ja wieso nicht so dafür. Obwohl der natürlich einen deutlich höheren Grenzbereich hat, ne? Ja, der Grenzbereich beim Driften ist leider ein bisschen kleiner als beim alten i30. Der alte i30 hat einen etwas weiteren Grenzbereich. Ja. Da lässt sich ein bisschen mehr spielen. Also für den E92 muss man ein bisschen talentierter sein. Also da braucht man ein bisschen im rechten Daumen-C. Ja. Im rechten kleinen C, das wäre cool. Ich weiß gar nicht, ob man mit einem kleinen C so drücken kann. Warte mal. Also da muss das Graspedal schon echt wenig Gegendruck bieten. Ja, vor allem kommt dann meistens schon der Ring C mit, sag ich mal, ne? Der Ring C.
Ich habe generell, das hat auch der Arzt bei mir festgestellt, bei irgendeinem Routine-Check. Da steht in dem Befund so lauter lateinische Begriffe und dann irgendwo dazwischen auf einmal Großzehenheberschwäche. Was für ein Ding? Sprich, ich kann meinen großen Zeh nur, weiß ich, einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter anheben und nicht so extrem weit, wie das anscheinend normal ist. Also lauter lateinische Begriffe und die Großzehenheberschwäche. Ja, wobei, ich habe ja, also ich weiß nicht, ob ich das immer noch habe, aber ich hatte mal einen Senkspreizfuß. Okay. Ja, den behältst du auch, außer du hast Einlagen gekriegt. Ja, hatte ich, aber ja. Na, ich habe einfach nur Quadratlatschen. Ja, auf jeden Fall habe ich keine Plattfüße. Ja, Plattfüße ja. Läuft. Quadratlatschen habe ich ja eh, deswegen. Plattfüße for the win. Ja gut, aber Arktik, bei deiner Größe brauchst du auch schon Plattfüße, sonst fällt es echt über Kopf. Ja, ich meine, die Ausleger, die müssen ja irgendwie Bodenhaftungen generieren, ne? Jo. Paddeln da unten. Bei schon ziemlich 52 hot. Ist jetzt noch gar nicht so groß, also da geht mehr. Ja sicher, aber ich habe auch einen Kumpel, der so groß wie ich und hat... Ab wie viel müsste man sich 47, das anfertigen lassen, so. Was meinst du? So 54 ist glaube ich, also 54 ist glaube ich so eine Grenze. Also 56 gehe ich mal davon aus, dass du eigentlich nur noch Anfertigungen bekommst. Und da wird es dann natürlich auch ein bisschen unerschwinglicher. Ja, ich meine, also das letzte Mal, dass ich ein paar Schuhe im zweistelligen Bereich gekauft habe, ist glaube ich das ein oder andere Jährchen her. Also so eine halbe Dekade könnte das bald sein. Okay, was hattest du damals für eine Größe? In den letzten 5 Jahren sind die Füße gar nicht so extrem gewachsen. Also in den letzten 5 Jahren, also 49 hatte ich damals. Okay. 48, 49. Na, ich stehe jetzt eigentlich schon seit Ewigkeiten bei 46. Ja, ich auch. Ja. Wobei ich ja auch wirklich seit der 6. Klasse nicht gewachsen bin. Ja, das sind die Steroide, die sie dir beim Rudern gegeben haben. Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin echt nicht mehr gewachsen. Das ist komisch. Also in der 6. Klasse war ich einen halben Kopf größer als alle anderen. Und dann haben alle anderen aufgeholt. Dann wurde es langsam Zeit für mich zum Nachlegen. Aber da kam nichts mehr. Und jetzt sind sie alle 2 Köpfe größer. Naja, 2 Köpfe größer ist ein bisschen... Ne, ja. Super. Ich muss jetzt an dich denken. Ich meine, du bist ja doch so deutsches Mittelmaß, sag ich mal, ne? Ja, 1,80 knapp. Oh, was müssen wir denn noch auf 26 drauf machen? Also... Bei mir war es so. 26 muss erst noch gegrubbert werden und dann Rüben. Ich war immer der Größte, ne? Und dann in der 7. Klasse hatte ich so eine Wachstumsblockade quasi. Da kam dann gar nichts, ne? Ja. Da haben dann auf jeden Fall auch andere Leute aufgeholt, sag ich mal. Und ja. In der 8. wurde dann Zwerge gegessen bis zum Umfallen und dann wusch. Und dann ging auf einmal doch wieder 15 cm im Jahr. Und, da hat man doch mal wieder ganz gut was überholt, sag ich mal. Da war die Konkurrenz dann doch wieder ein bisschen hinten dran. Also aktuell bist du wahrscheinlich auch der Größte in deiner Schule. Ich bin schon seit letztem Jahr der Größte an meiner Schule. Eigentlich seit vorletztem Jahr. Wie groß warst du in der 7. Klasse? Da fragst du mich was, da müsste ich mal meinen alten... Ja, okay. Also hätte ich meinen alten Personalausweis noch, dann könnte ich dir das sagen. Aber ich... Oh, was war ich da? Also ich glaube, ich war so... Eins... Boah, keine Ahnung, weiß nicht. Echt gar keine Ahnung gerade. Also ich war auf jeden Fall also ich war früher, ich weiß nicht, ob euch die 3%-Marke was sagt. Nö. Das ist halt so... Also ich gehöre auf jeden Fall zu den größten 3% Deutschlands. Und da war ich halt immer relativ weit von der Kante noch entfernt und in der 7. war ich halt quasi noch so ganz an der Grenze, sag ich mal, ne? Also da war ich quasi schon fast drunter oder ich war glaube ich sogar minimal drunter. Du warst schon quasi nichts Besonderes mehr. Da war ich schon fast nichts mehr Besonderes mehr und dann im Jahr danach ist man halt quasi wieder nach oben geschossen. Ja, man musste ja wieder nachlegen für die Statistik, ne? Ja, genau. Aber ich sag mal, ich glaube 2 Meter wird's wirklich dünn. Ja, also wie ja, ich bin wie gesagt über 3, also unter den größten. Über 3 bist du. Alter, 3 Meter wären krass. Ja, ich meine, mit Sprungkraft und ausgestrecktem Arm ist das ja locker drin. Ja.
Eigentlich sogar sehr locker. Also für hier beim Basketball ein Dunking oder wie das heißt, musst du dich quasi ducken. Nee, ich muss schon springen, aber mittlerweile kommt das doch sehr gut an. Aber mittlerweile gut von der Hand. Dafür ducken wäre eigentlich auch relativ Premium, oder? Ja. Weil das Schöne ist, weißt du, wenn wenn ich so im 1 gegen 1 am Post oder in der Rebound-Situation, wo alle so auf den Ball gehen quasi, ne? Ja. Wenn ich mich dann mal energisch umdrehe, ist halt mein Ellbogen bei den meisten so auf Kopfhöhe und die meisten Schiedsrichter, vor allem, also jetzt momentan auf Kreisebene, sagen wir es mal so, die haben da meistens nicht so den Überblick, da kann man dann schon mal hier und da quasi sich einen nicht ganz sportmännischen Vorteil verschaffen, sag ich mal. Sprich, Knockout für den anderen, ein Team, einer bei den anderen weniger im Team. Ja, so ungefähr. Also heute musste meiner wegen beim Gegnerteam dreimal gewechselt werden. Weil du einfach zu groß bist. Ja, sagen wir es mal so, ich setze auf einen robusten Spielstil. Ja, man muss halt die Masse auch irgendwo einbringen ins Spiel. Man muss halt irgendwo seinen Vorteil auch mal nutzen dürfen, ja? Er spielt halt ab durch die Hecke, ne? Na, ich spiel halt, ab durch die Hecke kommt eigentlich ganz gut an, ja? Also bei den Gegnern meistens nicht, also musst du dir vorstellen, ich gehe meist, also beim Basketball ist es so, du darfst ja nur 4 Fouls machen, ne? Und beim 5. Platz. Und ich habe in den letzten 2 Saisons einen unangefochtenen 5,0-Schnitt gespielt. Und man kann davon ausgehen, dass mindestens 2 Spieler aus dem Gegnerteam bei der Verabschiedung mit mir keinen Handshake machen. Ja, das ist doch gut. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass du gekämpft hast. Ja. Also, sagen wir es mal so. Mindest körperlich bin ich immer präsent. Jetzt, wo ich ja krank war und 3 Wochen nicht beim Training, da war es mit der spielerischen Kompetenz nicht ganz so, aber immerhin körperlich war ich voll präsent. Da konnte man mal etwas den Body einbringen, ne? Ja, wobei ein Double-Double hatte ich trotzdem, also von dem her eigentlich gar nicht schlecht. Also war annehmbar heute? Ja, also was habe ich gehabt? 11 Punkte habe ich gehabt und 13, 14 Rebounds oder so. Und 5 Blocks, also von dem her eigentlich sogar ziemlich annehmbar. Letzte Viertel war halt geil, also muss dir vorstellen, ich wurde halt so bei 4 Minuten mit 4 Fouls ausgewechselt, ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ja komm, bei 2 Minuten habe ich mich mal quasi gegen meinen Trainer durchgesetzt und habe mich mal selbst eingewechselt. Und ich habe ihn dazu überredet, mich einzuwechseln, auch wenn er das eigentlich nicht wollte. Und dann habe ich halt nochmal eben kurz in 50 Sekunden habe ich halt nochmal eben 6 Punkte und 2 Gegner ausgenockt und einen Foul gemacht. Also war eigentlich sehr erfolgreiche 50 Sekunden. Also man könnte sagen, da lief was. Ja, da lief echt was. Ist das nicht beim Basketball auch nicht irgendwie so, dass der Ball, also dass ein Angriff maximal so und so viele Sekunden dauert? 24 Sekunden, ja. Okay. Wo wir gerade von Sport sprechen. Machst du überhaupt Sport? Im Moment relativ wenig. Vor einem Jahr habe ich noch regelmäßig gerudert und Mountainbiken und so. Mountainbiken mache ich manchmal immer noch, aber ist auf jeden Fall im Moment relativ wenig. Eigentlich und du, also außer Kampf trinken? Ich brauche eigentlich ganz viel Sport, dadurch, dass ich eigentlich täglich irgendwie Bewegung habe und auch doch relativ Kraft. Streng genommen mache ich auch Sport, weil ich laufe jeden Tag 2 Kilometer zur Schule. Dann irgendwann habe ich immer eine Freistunde, wieder zurück. Dann zur Mittagspause nochmal hin zurück und abends nochmal hin. Zurück. Naja, ist klar. Also da mache ich auch schon meine paar Kilometer. Ja, ich meine, als Schüler ist es halt so, man ist halt mal sehr viel festgekettet und in der Schule, ne, da ist halt so, Bewegung ist nicht so viel drin, ne? Ja, das ist wohl so. Was halt so, wie gesagt, Top-Sportunterricht, ne? Also ja, bei mir ist Sport, ja. Ich habe mal eine Zeit lang wieder Fußball gespielt, aber dann kam doch mal wieder ein bisschen zeitliche Knappheit dazwischen. Eher so, mein Sport sieht eigentlich relativ entspannt aus, so eine Tonne Kisten am Tag, das muss reichen. So, ich muss mal gucken, was ich da mache, wenn ich hier wegziehe, weil dann frage, ob es so einen Basketballverein gibt und vielleicht
lass es mit dem Basketball einen, der dich aufnimmt mit deinem Ruf. Ja, ja. Wobei, ich bin ja nur auf Regionalebene bekannt. Ah, okay. National. Aber da ist das dann auch schon so, oh, der Jan kommt. Kapituliert lieber. Also, sagen wir es mal so, bei den Teams, gegen die man häufiger mal gespielt hat, da kannte man sich schon, ne? Ja. Da macht dann auch keiner mehr Handshake nach dem Spiel. Also nach dem Motto, wobei manchen Spielern hat man ja nicht so viel am Hut, sag ich mal. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt, also vor allem in dem Jahr, wo ich die 15 cm gewachsen bin, war ich extrem schlecht, weil ich einfach extrem Probleme durch das Wachstum hatte. Ja. Da war es ja wirklich, da hat immer alles geschmerzt und da hast du auch keine Routine reinbekommen, weil einfach nur mit Schmerzen in Knochen hat das Training nicht so wirklich funktioniert, sag ich mal, ne? Ja. Und ja, das war halt alles nicht so der Burner. Weil ich habe dreimal im NRW Streetball-Finale mitgespielt und habe halt mehrere Saisons auf regionaler Ebene, also Regionalliga gespielt. Okay. Und ich war mal eine kurze Zeit im Auswahlkader NRW 97er Jahrgang. Ja, du bist ja so ein junger Hüpper von 97. Ja, ja. Zumindest noch ein Kind der 90er Jahre. Die ganzen 2000er, das ist ja schlimm, ne? Also, das sind ja quasi noch Babys. Ich sag jetzt mal, ich komme ja jetzt momentan durch die Betonverhältnisse in Verbindung mit der Dunkelheit, weil das Problem ist halt, mein Motorrad ist halt mehr so Teelicht als Frontleuchte, so ungefähr, ne? da komme ich ja doch mal wieder häufiger zum Busfahren, ne? Ja. Und das Problem ist, ich hab derzeit keine In-Ears und ich habe halt keine reinen Musikhörkopfhörer, sondern ich habe halt nur mein Mikro, also mein Headset, ne? Und irgendwie sich mit dem Headset in nee, geht sitzen, auch nicht. Würde ich auch nicht machen. Ich bin allgemein nicht so der Typ, der sich mit On-Ears oder Over-Ears aussetzt. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie mal albern aus. Ja. Ist aber zurzeit trendy, dicke Kopfhörer wieder aufzuhaben. Also das ist ja vor allem, wenn es Beats sind, dann ja eh. Nee, aber ich habe halt, wie gesagt, derzeit. Oder die Beats Fakes für 20 Euro. Ja, die sind natürlich auch geil. Oder halt eben, und bei mir halt meistens eben ohne Kopfhörer im Bus unterwegs und ja. Aua. Das tut teilweise sehr weh, ja. Ja, aber ich würde sagen, was mir immer weh tut, sind Parts über 15 Minuten und damit sind wir heute auch schon schmerzhaft unterwegs. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ciao, Leute. Tschö.